Hallo, ich bin Franziska und so ein richtig schönes Licht auf dem Balkon oder im Garten hat doch jeder gerne. Und deshalb möchte ich euch heute zeigen, wie ihr dieses wunderschöne Windlicht aus Beton ganz einfach selber machen könnt. Ihr braucht einen Ballon, Betonpulver, einen Behälter, zum Beispiel einen leeren Joghurtbecher, ein Teelicht, goldene Acrylfarbe und einen Pinsel und wasserdichte Handschuhe. Mischt den Beton mit der Menge Wasser, die in der Anleitung angegeben ist. Achtet darauf, dass der Beton eher fest und nicht zu flüssig wird. Dann setzt ihr den Ballon auf den leeren Behälter und fangt an, die Masse einfach draufzulegen und über den Ballon zu formen. Dabei wird euch der Beton an manchen Stellen aufreißen, aber das ist nicht schlimm. Ihr müsst die Löcher einfach immer wieder flicken und den Beton von unten aufnehmen und nach oben schieben. Lasst die Betonmasse dann 24 Stunden trocknen. Jetzt ist der Beton hart und ihr könnt den Ballon mit einer Nadel platzen lassen. Man kann jetzt schon ganz gut die Form des Windlichts erkennen, es fehlt aber noch die Farbe. Ich nehme goldene Acrylfarbe, ihr könnt aber auch Silber oder Bronze nehmen, das alles ergibt schöne Lichtreflexe. Jetzt muss die Farbe natürlich noch trocknen und dann seid ihr fertig. Ihr könnt das Teelicht reinsetzen und habt ein wunderschönes Windlicht im Sommer für den Balkon oder im Garten. Denkt dran, je größer ihr euren Ballon aufpustet, desto größer wird auch euer Windlicht. Und Betonreste solltet ihr niemals im Waschbecken oder in der Toilette entsorgen, denn diese können dort hart werden und sich festsetzen.